meinen Gott, der mir mein Schweigen bringt, damit ich liebe. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Simplify your life. Vereinfache dein Leben. Finde heraus, was wirklich wichtig ist, was du wirklich brauchst. Das ist das Motto dieses Gottesdienstes zu Beginn der Pastenzeit, zu Beginn der Passionszeit, der Vorbereitungszeit auf Ostern hin. Du bekommst, so viel du brauchst. Das ist die Zusage Gottes im 2. Buch Mose im 16. Kapitel. Aber wie viel mehr haben wir? Lasst uns darüber ins Nachdenken kommen, wenn wir jetzt vor Gott stehen mit dem, was wir sind, mit dem, was wir haben. Lasst uns diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen beten mit Worten aus dem Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor den Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr Gott, du schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen. Und doch sind wir so unzufrieden. Lass uns in dieser Zeit von unserem hohen Ross herunterkommen, dass wir erkennen, was wir wirklich brauchen und anfangen zu teilen mit denen, die dringend brauchen, was wir zu viel haben. Das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört aus dem Evangelium bei Matthäus 4, wie Jesus selbst versucht wurde. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Und nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig.
Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, »Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden.« Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. »Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring herunter«, forderte er Jesus auf. »In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf den Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst.« Jesus entgegnete ihm, »In der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern.« Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. »Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest.« Aber Jesus wies ihn ab. »Weg mit dir, Satan! Denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an, und diene nur ihm.« Da ließ der Teufel von ihm ab, und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Lob sei dir, o Christe. Wir bekennen unseren christlichen Glauben mit Worten von Dietrich Bonhoeffer. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümler nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen. Thank you.
Liebe Gemeinde, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Dieser Werbeslogan kam mir sofort in den Sinn, als wir letztens am Küchentisch saßen und über die Fastenzeit sprachen. Die Karnevalszeit liegt ja jetzt hinter uns, 7 Wochen vor uns. Karnevalere, auf Fleisch verzichten, daher hat Karneval ja seinen Namen. Das letzte Mal vor Ostern so richtig feiern, so richtig die Sau rauslassen, bevor man bewusst Verzicht übt. Wobei das immer schwerer wird. Nicht nur, weil es verpönt ist, Verzicht zu üben, sondern auch, weil die Werbung einem ständig einen Strich durch die Rechnung macht. Und plötzlich will man haben, worauf man eigentlich verzichten wollte. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Da sieht man das Bild einer Schokolade vor sich und schon läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Aber bitte mit Sahne, denke ich kritisch, als ich den Kuchen nehme. Und als die Erdnussbutter letztens wieder auf dem Tisch stand, konnte ich sie mir nicht verkneifen. Ein Löffel in Ehren, wer soll mir das verwehren? Dabei weiß ich, dass das eigentlich Gift für meinen Körper ist. Fastenzeit. Können wir auf das einfach verzichten? Klar, ganz klar. Einfach so. Aber sollte das denn Sünde sein, das Tortenstück, die Schokolade, der Griff zum Glas abends? Da wird man ganz schnell zu Impulsentscheidungen verführt. Entgegen aller Vernunft, entgegen allen besseren Wissens, entgegen all dem, was man eigentlich tun will und sollte. Es soll uns doch gut gehen, lautet dann die Entschuldigung. Tut es das? Und wer sind wir? Wie tief verankert Werbeslogans sind und dieses haben wollen, was andere haben, das zeigen 2 Beispiele. Nehmen wir an, ein Kleinkind wächst ohne Zucker, sondern nur mit natürlichen Zutaten auf und kommt in den Kindergarten und sieht, was andere naschen. Natürlich will es das auch. Wir wollten wissen, nach was greifen eigentlich Jugendliche und junge Erwachsene, wenn sie einkaufen gehen? Unter anderem stand auf der Liste, Bio-Honig einzukaufen und sie brachten uns Langnese-Honig mit. Da sind sie wieder, diese Werbeslogans. Diese typische Frage, sollte das denn schädlich sein? Sollte das denn verboten sein? Wer könnte denn da etwas gegen haben? Da wird gespielt mit diesem Reiz, etwas Verbotenes zu tun oder mit dem Reiz, sich besser zu fühlen, besser dazustehen oder gleich das ganz große Geld zu machen, erfolgreich zu sein. Da sind sie wieder, diese Werbeslogans, diese typischen Fragen. Sollte das denn schädlich sein? Sollte das denn verboten sein? Wer könnte denn da etwas gegen haben? Da wird gespielt mit diesem Reiz, etwas Verbotenes zu tun oder mit dem Reiz, sich besser zu fühlen oder besser dazustehen oder gleich das ganz große Geld zu machen, erfolgreich zu sein. Diese tiefe Verankerung. Und ich frage mich gerade, wie stark werden wir eigentlich von anderen gelenkt? Von der Werbung, von der Wirtschaft, vom Geld, vom Image, also der Illusion, von dem, was andere gut finden. Und wieder die Frage, wer sind wir? Wen meinen wir mit uns? Wer regiert in uns, im Denken und im Fühlen? Und wie wirkt sich das unter anderem auf unser Handeln, aber auch auf die Politik in unserem Lande aus?
Wie stark werden wir da von Wirtschaft und Lobbyisten geprägt? Darf es nicht noch ein bisschen mehr sein? Wer sagt da schon Nein? Und führe mich nicht in Versuchung. Für Abhängige ist das ganz, ganz schwer. Der Drang ist stärker. Wo sich eine Gelegenheit bietet, ein Gläschen in Ehren, kann niemand verwehren. Wie oft sind wir Versuchungen in unserem Leben ausgesetzt? Wo werden wir überall auf die Probe gestellt? Jesus jedenfalls hat sich selbst geprüft, ist auf die Probe gestellt worden, ob er der Aufgabe gewachsen ist, die vor ihm stand. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, beeindruckt mich die Schlagfertigkeit von Jesus. Er hat auf wirklich alles seine Antwort. Hunger? Willst du frisches Brot? Das ist beim Fasten ja eine der Herausforderungen, mit dem Hungergefühl umzugehen. Und Jesus antwortet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Er weiß sich geliebt, berufen, geborgen. Er hat ein Ziel vor Augen und das lässt ihn sein Hungergefühl überwinden. Oder die Frage nach dem unbedingten Durchhalten, nach den Zweifeln, die einen auch an den Wahnsinn bringt und manchmal auch Selbstmordgedanken fördert. Sollte ich nicht lieber abbrechen, statt das durchzuziehen? Und Jesus stellt für sich klar, du sollst Gott nicht herausfordern. Oder die Versuchung, das alles könnte dir gehören. Du musst nur, wie alltäglich diese Allmachtsfantasien mittlerweile sind, wie häufig wir das in der Werbung mitbekommen. Und Jesus kontert, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Wen beten wir sonst an? Den Mammon, das liebe Geld, den Erfolg, das Wirtschaftswachstum, uns selbst? Jesus' Schlagfertigkeit zeigt mir aber auch, es gibt für alles gute Argumente, Vor- und Nachteile zu bedenken, bevor man sich entscheidet. Viele werden sich lieber für den schnellen Kick, das tolle Gefühl, dies oder das leisten zu können und das vermeintliche Gefühl der Überlegenheit oder des Bessergestelltseins entscheiden. Aber brauche ich das alles? Simplify your life. Wie stark unser Gewohnheitsdenken ist, macht ein Blick in die Bibel deutlich. Als Mose das Volk Israel durch die Wüste führte, murrten die Israeliten. Wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Dort hätten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Wie groß unsere Sehnsucht nach einem Zurückkehren in einen Alltag, in dem alles so ist, wie es mal war und wo wir uns alles leisten konnten, ist. Ich kann das Murren verstehen. Aber die Israeliten hatten ja nicht nur 40 Tage Fasten vor sich oder ein Jahr Corona, sondern 40 Jahre voller Entbehrungen, bis sie ihr Ziel erreichen sollten. Sie haben am Ende ihre Lektion gelernt. Erwartungshaltung herunterschrauben, Anspruchsdenken ablegen, Vertrauen wagen. Die sprichwörtlichen Fleischtöpfe Ägyptens, sie kehrten nicht zurück, sie waren unerreichbar. Und doch darf man manchmal davon träumen, auch wenn man mit wesentlich weniger auskommt. Gott hört übrigens die Klagen der Israeliten und er richtet dem Volk aus, heute Abend, wenn es dämmert, werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und morgens so viel Brot, wie ihr braucht.
Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Gott gibt so viel, wie wir brauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Dietrich Bonhoeffer hat es in seinem berühmten Glaubensbekenntnis mal so gesagt. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Gott gibt dir so viel du brauchst. Wie viel brauchst du? Wie viel davon brauchst du wirklich? Brauchst du wirklich das ganz große, das neueste Auto und die 1000 Schuhe im Schrank? Und was verdirbt, wenn es zu lange im Schrank steht? Was wird von Maden gefressen? Was ist dann einfach nicht mehr schön? Lass los. Schmeiß es raus. Simplify your life. Entrümple und vereinfache dein Leben. Spüre dem nach, erlebe, was du wirklich brauchst, was wirklich wichtig ist. Vielleicht probieren wir ja etwas Neues aus. Lassen wir häufiger mal das Auto stehen, gehen mehr zu Fuß oder nehmen das Fahrrad. Oder wir drehen die Heizung um 1 Grad herunter. Schon das spart 6% Energie. Und es schont nicht nur den Geldbeutel. Es ist auch gut für das Klima und unsere Gesundheit. Nutzen wir doch die nächsten 6 Wochen. Probieren wir aus, werden wir frei für neue Verhaltensweisen. Und stellen wir uns damit in die alte christliche Tradition vor Ostern an das Leiden Jesu und an das Leid dieser Welt zu denken und bewusst Verzicht zu üben. Bleiben wir standhaft, indem wir beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem, was schlecht ist für uns, für die Beziehungen zu Gott und unsere Mitmenschen. Amen. Der trotz all seiner Größe
Lasst uns gemeinsam Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, so wie wir bist auch du versucht worden. So wie wir hast du am Wort Gottes Orientierung gefunden. Aber anders als wir hast du allen Versuchungen widerstanden. Du bist standhaft geblieben, hast den Auftrag, die Berufung angenommen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich unser. Hilf allen Kindern und Jugendlichen, der Versuchung des schnellen Vergnügens und des schnellen Geldes zu widerstehen. Und steh ihnen bei, damit sie eine gute Basis für ihre Zukunft legen können. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich unser. Hilf allen Mächtigen in der Wirtschaft, verantwortlich mit den ihnen anvertrauten Menschen und Gütern umzugehen und ökologisch nachhaltig und sozial zu handeln. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich unser. Hilf uns, im Vertrauen auf dich loszulassen von den schnellen Versuchungen dieser Welt, von den öden Versprechen von Reichtum, von Glück und Anerkennung. Hilf uns, die Fallen rechtzeitig zu erkennen und eine kluge Entscheidung zu treffen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich unser. Hilf uns, aufeinander zu achten, füreinander einzustehen, einander zu helfen, durchzuhalten in dieser Zeit der Krise, in dieser Zeit der Anfechtung und des Zweifelns. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Stärke unseren Glauben. Lass uns hoffen, dass du uns nicht verlässt, sondern uns auffängst mit deiner Liebe, den Worten deiner Gnade und den Händen deiner Engel. So beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in den Frieden des Herrn, Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Segne uns, Friede auf uns, deinen Frieden.
Amen.